Es war ein ganz normaler Nachmittag, als Anna auf der Terrasse saß und ein Buch las. Ihr treuer Labrador, Max, lag neben ihr. Aber sein Verhalten war seltsam. Statt sich zu entspannen, schnüffelte er ununterbrochen an ihrem Arm und knurrte leise, als wollte er sie warnen. Anna schüttelte den Kopf und dachte, er sei einfach nur verspielt. Doch Max ließ nicht locker. Immer wieder schubste er sie mit seiner Schnauze. Und schließlich wurde sie ungeduldig. Max, hör auf. Ich möchte lesen, sagte sie und streichelte ihn sanft. Doch der Hund sprang auf und lief im Zickzack um sie herum, als ob er etwas Wichtiges mitteilen wollte. Annas Herz klopfte schneller. Was ist denn los mit dir? In diesem Moment kam ihr Ehemann, Paul, aus dem Haus. Er bemerkte sofort das Verhalten des Hundes und sah besorgt zu Anna. Irgendetwas stimmt nicht? Anna zuckte mit den Schultern, als Max plötzlich an ihrem linken Arm zu schnüffeln begann. Paul trat näher und erkannte, dass Max nicht nur schnüffelte, er schien auf eine Stelle zu fixieren. Anna, vielleicht solltest du mal zum Arzt gehen. Er verhält sich wirklich merkwürdig. Ach, das ist doch nichts, antwortete Anna. Doch der besorgte Blick in Pauls Augen machte ihr klar, dass er sich nicht beruhigen ließ. Nach einigem Zögern stimmte sie zu. Okay, lass uns einfach einen kurzen Check machen. Sie fuhren ins nächste Krankenhaus, wo die Ärzte sofort eine Untersuchung durchführten. Die Minuten zogen sich wie Stunden und währenddessen war Max unruhig, schlug mit dem Schwanz und wartete brav vor dem Untersuchungsraum. Als der Arzt schließlich hereinkam, sah er ernst aus. Frau Müller, wir haben etwas gefunden, begann er. Es sieht so aus, als hätten wir Hautkrebs an ihrer Haut entdeckt, aber es ist noch in einem frühen Stadium. Anna brachte es kaum über die Lippen. Was bedeutet das für mich? Es ist gut, dass Sie so früh gekommen sind. Mit einer sofortigen Behandlung können wir gute Fortschritte erzielen. Aber Sie müssen schnell handeln. Tränen stiegen Anna in die Augen und sie fühlte sich überwältigt. Paul hielt ihre Hand fest und sah Max an. Du hast uns das Leben gerettet, Kumpel, flüsterte er mit zitternder Stimme. Die Wochen vergingen, während Anna sich einer Behandlung unterzog. Max blieb immer an ihrer Seite, als ob er sie beschützen wollte. Der Hund hatte nicht nur instinktiv gewusst, dass etwas nicht stimmte, sondern auch dazu beigetragen, dass sie rechtzeitig die nötige Hilfe bekam. Schließlich, als die Behandlungen erfolgreich waren und die Ärzte Entwarnung gaben, wusste Anna, dass sie ihrem treuen Freund ihr Leben verdankte. Ich hätte nie gedacht, dass du so viel mehr bist als nur ein Haustier, sagte sie und umarmte Max, der fröhlich mit dem Schwanz wedelte. Paul lächelte erleichtert. Man sagt, Hunde sind die besten Freunde des Menschen. Aber du hast es uns heute bewiesen, Max. Die drei waren nun mehr als eine Familie. Sie waren ein Team, verbunden durch Liebe, Loyalität und das unverhoffte Geschenk eines neuen Lebens.